Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind immer noch im Fayum und sind jetzt ja gerade in der Stadt Karanis. Gehen wir weiter zu diesem Türmchen, zu der Festung. Ich weiß nicht genau, was es ist. Und erkunden das Fayum erstmal weiter. Im letzten Part haben wir ein bisschen überzogen und haben hier die Landzunge unten erkundet. Wir haben soweit alles mitgenommen, was es da gab. Und wir müssen jetzt mal gucken, wohin uns unsere Ziele führen. Ich weiß auch gar nicht, wohin uns... Ich schwimme das Krokodil. Okay, wahrscheinlich dann weiter nach links. Ja. Gut, zur nächsten Stadt einfach. Dann machen wir jetzt weiter mit... nach Westfalium. Baige erfährt von einer neuen Gefahr für Siwa? Was? Wo habe ich die Quest her? Also die werden wir natürlich auch noch machen, nur nicht jetzt, weil wir sind gerade nicht in Siwa. Wir machen Siwa fertig, wenn wir wieder nach Siwa kommen. Weil ich es ja ein bisschen verpeilt habe, das fertig zu machen, weil ich einfach die Story gespielt habe. Und das Spiel mag es nicht, wenn man die Story spielt. Schade. Also diesen Effekt beim in die Scheide stecken finde ich nicht so cool. Bin ich ja ehrlich. Kann man eigentlich Doppelattentate machen? Weiß ich gar nicht. Also Doppelluftattentat? Ich glaube eher nein, aber sicher bin ich mir da nicht. Ach Gott. Jetzt haben die mich natürlich direkt gesehen. Also du bist tot. Und du auch. Eigentlich wollte ich hier cool assassinieren, aber spiel auch so, hey, die sind nicht sofort. Tempel von Senureset. Wo war denn überhaupt unsere Schriftrolle? Wir haben ja noch irgendwie eine hier. Der schiefe Turm. Nördlich der Karawanerei. Okay, wir sind noch nicht bei der Karawanerei von irgendwem. Gehen wir jetzt weiter mit dieser Sobek-Quest. Sind hier noch mehr, weil hier vier Pferde sind? Na egal, wir haben es gemacht. Einfach weggehen und ignorieren, dann müssen wir sich mit den Leuten umschauen. Okay, die machen da gerade einen Attentat. Bzw. ein Überfall. Ein Attentat ist es ja nicht. Die bringen ja niemanden so einfach so. In der Nähe gibt es eine Sobek-Ruine. Da könnte die Beute des Metzgers sein. Hätte gern mehr Leder. Okay, da ist es schon. Ist hier echt ein Ort oder ist hier einfach nur random? Okay, ist einfach nur random was. Okay. Da vorne ist noch eine Triere, die wir noch. Das sind Wachen. Dann bin ich richtig. Der badende Sobek muss in der Nähe sein. Oh, hier ist anscheinend doch was. Gut zu wissen. Eine Statue im See. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, das würde ich dir auch raten, Bayek. Das würde ich dir auch raten. Also, wie hat es mir nicht gerade angezeigt, dass es hier den Ort gibt, aber anscheinend ja jetzt ja doch. Weiß ich nicht, ob ich davon so ein Fan bin. Schau, der ist fertig? Nee. Okay, ich dachte, das ist einfach so dasselbe, aber nee, hier ist anscheinend ein unterschiedlicher Mist. Sie hat eine Gravur von Zognopayu auf der Brust. Klar. Das liegt westlich von hier. Die Münzen sind in Säcken, in denen sonst Korn gelagert wird. Kommen Sie aus einem Lagerhaus? Hm. Ob wir das nochmal rausfinden, Bayek? Werden wir wahrscheinlich gleich rausfinden. Nachdem wir die Leute hier alle töten. So, wir gucken erstmal, wie weit die hier selbst klarkommen mit dem... sag doch schnell... Krokodil, okay, der steht da, deshalb muss ich ihm Kopfschuss geben.
meine Güte, wieso hat der es jetzt gemerkt? Also das finde ich wirklich schlecht gemacht. Wo ist das Krokodil? Ich wollte das Krokodil hören. Hier stimmt was nicht. Okay, es liegt da vorne bei dem. Finde ich gut. Das war knapp. Nehme ich gerne alles mit, auch wenn ich keine Ahnung, was das ist. So, wir müssen jetzt hier in die Stadt gehen. Vielleicht ist das die Karawanasei. Ich hoffe, eins von denen ist das Vierer gewesen. Du warst es nicht. Du warst es aber zum Glück. Außer es gab noch ein 2-2. Irgendwie ist das ja manchmal komisch. Die wandern ja so ein bisschen. Ich wollte eigentlich noch doch da hinten, ne? Mache ich das noch schnell? Ich würde sagen, ja. Hier sind ja gerade Boote. Nehmen wir das Boot ohne Segel. Da vorne sind natürlich welche mit Segel. Hätte ich davon direkt eins nehmen sollen. Naja, ich denke mal, das sollten wir so relativ schnell schaffen. Es wird vermutlich das Boot sein, worauf ich gerade zufahre. Ey, ich glaube nicht, dass irgendwie so ein Krokodil mich random angreifen würde. Die haben doch bestimmt Besseres zu tun, als irgendwie so ein random Magi auf die Fresse zu hauen, der hier gerade lang fährt. Greifen nicht nur Leute an, die halt auch so einfach random töten können? Ich weiß es nicht. Ach Mist. Okay, das kriege ich so nicht. Das kann ich auch immer. Wir müssen aufholen. Da bist du. Au. Au. Hört doch mal auf damit. Ich habe einfach nur den Angriff genommen, um halt schnell an sie ranzukommen. Nicht weil der wie stark war, weil der war ja schon so gut wie tot. Oh, gibt es hier zufällig was für meinen Bogen? Also ein bisschen Munition. Leider nein. Schade. So, dann geht's jetzt aber weiter zu dem Ort, den ich immer noch markiert habe. Beziehungsweise, jetzt habe ich die Quest markiert. Weil ich dachte, ich habe den Ort nicht markiert, drücke ich einfach direkt drauf. Ne, dann markiere ich das Falsche. Ist ja aber nicht so schlimm. Quest ist ja direkt am selben Ort. Dann gib Gas, los. Was gibt es denn Schönes auf dem Wasser überhaupt? Ein Haufen an Booten und das war's. Vielleicht ein paar Krokodile. Ja. Das Krokodil könnte ich noch töten, aber es ist ein bisschen weit weg und ich weiß nicht, ob es ein Vierer ist. Für ein Vierer würde es sich schon fast lohnen, aber da sind doch noch Nilpferde. Ich glaube, die kann ich auch noch kaputt prügeln. Ist hier einfach Salz am Sand, am Rand, am Sand, im Sand. Diese Hügel, ist das Salz? Wirkt nämlich fast so. Kann auch Natron sein. Okay, das habe ich mir wie anders vorgestellt. Ich glaube, Krokodile sind gar nicht so gefährlich wie die Nilpferde, weil die machen halt auch echt viel Schaden, Nilpferde. Aber haben halt dafür noch viel, viel mehr Leben, finde ich.
Nimm mal den Speer. Weil mit dem habe ich eine höhere Range. Dann kann ich ihn ein bisschen mehr auf Abstand halten. Und ich glaube, die kriegen auch Blutungsschaden durch meinen Speer. Was auch noch gut ist. Viererleder, perfekt. Was können wir herstellen? Wahrscheinlich nur wieder die Tasche, oder? Ja, natürlich nur die Tasche. Dafür brauchen wir noch 10 und dafür brauchen wir noch 3. An Tierfe brauchen wir noch 2 weitere. Blöd. Also 2 weitere weiche Leder. Ich meine, die kriegen wir jetzt relativ zügig. Hier sind über diese Viecher. Dann müssen wir halt auch wieder erstmal aktiv suchen. Und hier bin ich. Endlich. Im Fayum. Ich werde die Agenten des Krokodils aufspüren. Ich finde das Lagerhaus in Sognopaionesos. Okay, wir müssen wahrscheinlich auf diesen Tempel da. Wohlstand für alle. Machen wir erstmal das, würde ich sagen. Der erste Besucher heute. Sicherheit für alle. Die verstärkte Militärpräsenz. Scheint das hier zu sein? Ne? Senu, hilf mir. Okay, da vorne ist ein Eingang. Da sind 2 Schätze, okay, die holen wir uns gleich. Eine Menge Wachen für ein einfaches Lagerhaus. Das muss der Ort sein. Ich muss vorbei, wenn ich antworten will. Der Metzger ist in der Nähe. Was verstecken diese Halunken? Das freut mich auch immer, was sie sich hier verstecken. Wir haben den Ort hier jetzt auch erkundet. Der hat ja auch eigenen Schnellreise. Okay, dann ist er. Ist halt der Aussichtspunkt hauptsächlich für Sam. Sprich etwas leiser. Okay, hier ist noch einer. Dafür bin ich wirklich nicht der Armee beigetreten. So, lesen wir es mal. Wie üblich auf die Lieferung geht nächste Woche raus. Bla bla bla. Ah, das ist es. Der Metzger ist in einem Haus in der Nähe. Höchste Zeit, mich mit diesem Metzger zu unterhalten. Also ich finde es so wie komisch, dass man hier erkunden soll, aber du musst halt immer nur das Buch lesen oder das Schriftstück. Was anderes gibt's halt nicht. Und hier ist auch schon wieder so ein. Ja, irgendwie so ein Tunnelsystem, was alles wieder miteinander verbindet, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, mag ich nicht so. Eine prunkvolle Villa, errichtet auf den Rücken der armen Bauern des Fayum. Den kann ich auch noch one-hitten. Okay, und der ist anscheinend da oben irgendwo. Hier ist wohl nichts, das heißt, ich kann hier ohne Probleme hoch. Halt dein Maul und tu deine Arme. Ah, hier ist der Wlacker, der sich in meine Geschäfte einmischt. Wir haben gerade von dir gesprochen. Nee, ihr habt gerade davon gesprochen. Das Korn aus dem Fayum. Was du mit dem Korn für den Profit. Du kommst nicht aus dem Fayum, oder? Dein Akzent stinkt nach Hinterwäldler. Dieses Korn gehört auf ägyptische Teller. Du armer, naiver Malakia. Meine Befehle kommen von ganz oben. Wenn nicht ich, dann tut es ein anderer. So ist das Geschäft. Man begleicht seine Schulden oder ich hol sie mir. Nichts Persönliches. Du hast die Wahl. Lass mich in Ruhe und lebe oder stirb. Excusez-moi? Andere dachten genau wie du. Dann ermordeten sie meinen Sohn. Alles ist persönlich. Du dreckiger Naked Yadet! Ist das euer Ernst? Hier endet es. Wachen, erledigt das. Ich dachte, er ist tot. Und erstmal schön reingestochen. Viel Spaß, Penner.
So, haben wir noch was zum Looten vielleicht? Ne, aber unten in seinem Haus. Ja, ich muss Kill confirm. Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Na, für das Fayum haben wir abgeschlossen. Das ist doch schon mal gut. Quest, haben wir noch was Aktives? Ne, Schuppen des Krokodils. Mach ich einfach mal an. Okay, wir müssen hier sowieso erstmal mit Senno gucken. Ich find's gut, dass man es einfach random irgendwo hinhalten kann und Senno findet das schon. So, erstmal will ich jetzt hier nach oben gehen, auf die Villa. Denn hier haben wir ja den Aussichtspunkt, den wir auch noch brauchen, damit Senno noch mehr gucken kann. Gesäß, nice. Aber vorne hat er was an, oder? Ja, sieht so aus. So, dann haben wir hier rechts die Quest. Und wir haben ja noch mehrere Orte. Rehs Gnade, der kommt gleich her, perfekt. Können wir direkt auf die Fresse an den Penner. Ich würde sagen, dann reden wir erstmal mit unserem Freund hier. Oh, das geht auch, wusste ich nicht. Wieso drei Level über Resgnade? Ja? Welcher Fluch? Beatboxen? Wovon redest du überhaupt? Griechen und Ägypter leben nicht mehr in Harmonie. Die Götter krollen deswegen. Ich bin Nanefer. Ich weiß nicht, ob ich Grieche oder Ägypter bin. Du bist ein Waisenkind. Du bist Grieche. Keine Harmonie. Was meinst du damit? Die ägyptische Göttin Wajet schickt Nachtschlangen in griechische Viertel. Nur Griechen wurden getötet. Wir sind nicht mehr im Gleichgewicht. Sieh es dir selbst an. Nördlich der Villa. Na schön. Ich werde es untersuchen. Also er kann ja vermutlich... Hätte sein müssen. Ja, er kann nichts dafür, dass er so spricht, aber Gott, Alter, ich hasse sowas. Ich kann das gar nicht ab. Verspricht Frieden und Überfluss. Ein neues Zeitalter. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal Rehs Gnade gleich kaputt prügeln. Sei Dank. Wohlstand für alle. Der Handel floriert. Ist das hier die, der Ort, an dem wir sollen? So, Pfeile haben wir hier. Oh nein, ein Philak ist in der Nähe. Das Geräusch mag ich irgendwie gar nicht. Komm her, du Penner. Also am liebsten würde ich den einfach mit dem Attentat angreifen und schon mal low machen. Vielleicht geht's ja. Vielleicht, wenn ich mir einfach hinterherlaufe? Irgendwann? Ich glaube, hier können schon die Leute sein. Mit dem was treffen, sind die Rebellen. Ach Gott. Der ist natürlich schneller als wir. Wahrscheinlich dreht sich gleich random um und ich kann mein Attentat sowieso vergessen. Ich will es versuchen. 20, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Na komm. 8, 7, 6, 5. Idiot, du kannst es nicht mit Kriegern aufnehmen. Wir spießen dich auf, du Schwein. Triff den Stolz der Phylakes. Das hat nicht so gut geklappt mit dem Stolz der Phylakes, ne? Kill confirm, würde ich sagen. Oh, Sturmkling. Ich hätte es erwartet, dass ich seine Waffe bekomme. Und nicht Sturmkling. Wir können ihn mal ausrüsten. Ausrüstung. Kann der Mist hier mich auch wieder weg? Oder ist das wieder sowas, was mich bedingt? Sofort ich es aufladen? Nee, okay, da habe ich einfach nur irgendwas. So, dann Pferdchen rufen.
Ich weiß nicht, ob ich einen Schleichangriff auch vom Pferd aus hätte machen können, aber so war es halt sicher, dass es halt so funktioniert, wie ich mir das denke. Da vorne ist noch eine Insel, die hier auch noch zu uns gehört. Und dann haben wir hier noch einen Ort. Also ich würde sagen, wir machen erstmal hier dann weiter mit der Quest, die wir sowieso haben. Und ich denke, dann werden wir auch die Hauptquest weiterführen, weil ich denke, wir würden uns noch weiter ins Fayum reinchecken, weil ist ja nicht hier Ende. Aber vielleicht sollte ich mich hier anstrengen und hier einfach random reinlaufen. Kann ich vielleicht ein bisschen Zeit sparen, indem ich nicht tausend Sachen... Oh Gott, hier ist ja nichts. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich habe keine, was das sofortige Aufladen mit mir macht. Natürlich kann er auch, das ist so zum Kotzen. Was ist denn? Gibt es eine neue Idiotensteuer? Ja. Du hast mich zwar getroffen, aber ich habe dich auch getroffen, Penner, und du bist tot. So, dann gib mal her. Mal kurz das hier anmachen, kurz gucken, wo noch was ist. Verstecktes Getreidelager. So versteckt ist es nicht mehr. Wir können hier kurz noch zum Weber gehen. Immer das Weber, ich glaube schon. Dann gib mal alles davon her. Des fremden Reiches. Okay, sieht es nicht so fremd aus, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, Bronze können wir auch langsam verkaufen. Gibt nur da nicht so viel Geld. Ja, das 190, das mal 6 sind 600 und 1140 etwa. Ich bin nicht so ein Kopfrechengenie, bin ich ehrlich. Aber 600, also. Oder ist das, nee, das ist 45, ne? Ich hab keine Ahnung. Ja, Knochenknacker, nee, brauch ich beide nicht. Nicht verfolgte Quest, ja, die machen wir erstmal nicht, denn wir wollen erstmal das da oben machen und dann das da hinten. Kultur für alle. Die Kombination von griechischem und ägyptischem Wissen schafft ein Klima der Erneuerung. So. Dann müssen wir nach hier oben gehen. Hier ist nochmal ein Schatz. Okay. Ich denke, wir müssen hier irgendwo in den Untergrund gehen. Entweder links oder rechts. Ich glaube, ich gehe hier rechts einfach rein, weil ich hier gerade sowieso bin. Wenn es einen Eingang gibt. Natürlich gibt es den hier. Jawohl, ich glaube, der führt mich hier in die falsche Richtung. Naja. Der führt mich, glaube ich, dahin, wo ich auch schon unten war, mit dem Metzger. Ich denke, wenn, dann müssen wir hier rein oder es gibt noch einen weiteren Weg, den ich noch nicht kenne. Okay, ich muss anscheinend hier rein. Können wir noch eine Fackel ziehen, dann ist es ein bisschen heller für uns. Ich dachte, das wäre alles Öl auf dem Boden. Vielleicht ist es auch Öl auf dem Boden, das hat einfach nur ein bisschen gedauert. Es könnte sein, dass diese der Ort hier auch mit der Quest zusammenhängt. Denn hier sind ja auch alles voller Schlangen und ich denke mal, irgendjemand wird hier Schlangen sammeln, um die hier hinzuschmeißen, also um die Griechen damit zu vergiften oder zu töten. Oh, ich sehe gerade auch, dass wir schon wieder überziehen. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Da würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es gefällt euch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und rein, ciao.